Hallo und willkommen zurück zu Atelier Lüdi und Zule. Ich hoffe sehr, dass man meinen PC-Lüfter nicht übers Mikro hören kann. Der hat so eine kleine Unwucht bekommen und fängt jetzt an, Geräusche zu machen. Mein PC ist jetzt fast 7 Jahre alt. Da fängt er dann schon mal an zu schwächeln an bestimmten Stellen. Wir wollten eigentlich ein Event noch machen. Kann das sein? Ne, wir wollten kein Event machen. Wir wollten den Blitzfinder ausprobieren. Gut, gehen wir direkt mal nach Braze West. Wir sollen die Maschine ja irgendwo hier aufstellen, aber wo genau eigentlich? Eine gute Frage. Was wäre denn ein guter Ort, um das Gerät aufzustellen? Ja, wahrscheinlich eine Erhebung. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Das wird keinen Unterschied machen. Und ich glaube, wir sehen hier unser 5. Partymitglied. Wer bist du nochmal? Ja, jetzt müsste man wissen, was Trifling bedeutet. Auf jeden Fall will er uns nicht verraten, wie er heißt. Er klingt aber so ein bisschen intellektuell, ne? Ist ein Gelehrter, oder? Was, du kennst uns? Na, bei all den Geschichten, wie könnte ich euch da nicht kennen? Ich wollte euch schon seit ewigen Zeiten kennenlernen. Und jetzt sehe ich auch, du hast wunderbare Augen. Angefüllt mit Träumen, also mit Zielen und Hoffnung. Und eine letzte Sache noch. Es gibt da ein paar Dinge in der Zukunft, die ihr verändern könnt, und ein paar andere, die ihr nicht verändern könnt. Aha, das ist eine interessante Person. Auf jeden Fall. Woher weiß er das? Ach so, er meint es jetzt gar nicht speziell, sondern allgemein. Ihr müsst also eure sinnlosen Anstrengungen müsst ihr halt sein lassen und euch auf das konzentrieren, was sich verändern lässt. Ja, insofern, das trifft natürlich auf jeden Menschen zu, dass er bestimmte Dinge beeinflussen kann und bestimmte Dinge nicht. Und dann muss man sich halt mit seiner Arbeit und seinen Anstrengungen auf die Dinge konzentrieren, die man beeinflussen kann. Und da ist er wieder weg. Wer war das jetzt eigentlich? Also es schien so ein bisschen so ein Gelehrter halt zu sein. So ein bisschen wie kalt, oder? Frag mich nicht, aber er hat so viel über die Zukunft geredet, vielleicht ist er ein Wahrsager. Jedenfalls haben wir jetzt hier eine Aufgabe zu erledigen. Oh ja, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen.
Okay, damit wäre das erledigt. Die Aufgabe ist erfüllt. Naja, die Aufgabe wird erfüllt sein, nachdem uns das Monster jetzt angegriffen hat, oder? Es kommt doch bestimmt eins. Großartig, also erstatten wir Mireille Bericht. Ich hoffe, sie macht nicht wieder einen ihrer schrecklichen Scherze. Ich bin mir fast sicher, ich habe den schon mal irgendwo gesehen. Aber wo? Oder bilde ich mir das alles nur ein? Was, Fieres hat den schon mal gesehen? Dann müssten wir ihn ja eigentlich auch gesehen haben. Okay. Das war ja nett. Ich dachte, das gehört jetzt noch zu einer Cutscene. War es aber gar nicht. Sondern es war einfach das Typische. Die Cutscene ist vorbei und man steht direkt in einem Monster drin. Wobei hier es nett war, dass der Kampf nicht direkt losgegangen ist. Und es ist auch dieses Totenkopfmonster. Ich denke, es schadet nichts, den Kampf mal zu versuchen, weil wir gerade die Taschen leer haben. Da kann uns ja nicht viel passieren. Ansonsten für die Neulinge bei den Atelier-Spielen, es ist meist so, dass man halt einen Teil seiner gesammelten Sachen verliert, wenn man komplett K.O. geht. Also es gibt dann kein Game Over, sondern man verliert Zeit durch die Rückreise nach Hause, um sich dann auszukurieren, und man verliert eben auch ein bisschen Materialien. Aber wir wollen ja eh zurück. Und jetzt testen wir mal, ob wir den überhaupt besiegen können. Also ich habe schon meine Zweifel, so wie der aussieht. Ja. Mal überlegen. 172.000 Hitpoints. Ja, wir schauen mal, was passiert, wenn wir den Kampf verlieren. Das wird ja wahrscheinlich nur eine Kampfrunde dauern. Was machen wir so für Schaden? Ein. Das heißt, wir müssen einfach 172.400 Mal treffen. Und dann haben wir den Kampf gewonnen. Okay, wir sehen schon mal, wenn Leute in der ersten Reihe K.O. gehen, kommen Leute nach aus der zweiten Reihe. Und wir sind einfach direkt zurück im Atelier. Kein kleines Tutorial. Naja, wir wollten ja hier hin. Warum gehe ich eigentlich hier raus? Ich will doch zum Palast. Kann das sein, dass immer Nacht ist, wenn ich in die Stadt gehe? Die Nacht ist ja hier nur 6 Stunden, glaube ich. Oder ist ja nur ein Viertel des Tages, oder? Es gibt morgens, mittags, abends und nachts, genau. Okay, es ist Zeit für die Bewertung. Blume, sehr gut. Sehr gut gemacht, sehr beeindruckend, in der Tat. Ich muss euch da auf jeden Fall bestehen lassen. Ihr habt das Gerät aufgestellt, danke. Das heißt... Willkommen im Rang E, Zwillinge. Glückwunsch. Vielen Dank, Mireille. Das bedeutet ja, dass wir...
Ja, genau. Um welches mysteriöse Gemälde dreht es sich denn diesmal? Ich kann es gar nicht abwarten, das zu sehen. それなんだけど、新しい絵、まだ手に入ってないのよね。Ach, das, ja. Ich habe noch kein neues aufgetrieben. そんな約束したのに、ダメなんですよ、約束破っちゃ。Ach nee, du hast es versprochen, du kannst doch kein Versprechen brechen. ああ、新しい絵には目星がついてるんだ。ただ、交渉がこじれててな。Ja, ich habe da schon ein nächstes Gemälde im Blick. Die Verhandlungen ziehen sich halt noch ein bisschen hin. というわけだから、ごめんね、双子ちゃん。もうちょっと待っててくれる？ Ja, es tut mir leid, aber könnt ihr euch vielleicht noch ein wenig länger gedulden? わかりました。わがまま言っちゃいけませんもんね。我慢します。Na gut, wir können jetzt nicht zu egoistisch sein. Wir haben Geduld. Ja, was wollt ihr auch machen, ne? 両親が痛む。Ja, das ist sehr lieb von euch. そうだ、リリー、ス、たまには自分たちで絵を探してみないか？ Aber ich habe da eine Idee. Lüdi, Su, warum schaut ihr nicht selbst mal nach einem mysteriösen Gemälde? Wie meinst du das, Matthias? Wie können wir das machen? Ah, Uwasa de kiitan da ga, saikin dareka ga Miyako ni ookina ae o mochikonda rashin da. Naja, ich habe Gerüchte gehört, dass jemand ein großes Gemälde in letzter Zeit in die Stadt gebracht hat. Ja, kann ich mir nur eine Person vorstellen. Und das wäre Lucia, oder? Die ist reich und die wird uns gerne eins auswischen. Nandemo, sono e no naka ni wa sekai ga hirogatte ru toka. Tsumari, fushigi na e no kanousei ga aru. Und da ist auch eine andere Welt drin, also ein mysteriöses Gemälde. Okay. Ich verstehe, wenn wir dann direkt mit der Person verhandeln, dann... Ja, dann könnten wir ein neues, mysteriöses Gemälde erlangen. Wollt ihr es versuchen? Haha, mit Verhandlungen und Strategien kenne ich mich aus. Du kannst auf mich zählen. Wakatta wa. Sore ja yoroshiku ne. Kochi no koushou mo ganbaru kara. Matthias ga. Okay, also abgemacht. Dann viel Glück. Wir halten euch bei den Verhandlungen auf dem Laufenden. Also Matthias macht das. Ore? Was, ich schon wieder? まずは絵を持ってる人を探さなきゃ。噂話に詳しそうな人って誰がいるかな。 Okay, jetzt müssen wir erstmal die Person finden, die das Gemälde hat. Wer hat denn die besten Gerüchte? Ach so, weiß Mireille das selbst nicht, sonst hätte sie es uns wohl gesagt, wer das Gemälde in die Stadt gebracht hat. Aber warum weiß man das nicht, wenn bekannt ist, dass jemand ein großes Gemälde in die Stadt gebracht hat? Ach so, okay, es kann natürlich sein, dass mit einer Kutsche oder wie auch immer so ein großes Gemälde angeliefert wurde, man aber nicht weiß, wohin genau in die Stadt. Ja, wer hat die besten Gerüchte? Am meisten wissen ja, glaube ich, die Händler. Ansonsten... Ja, also ich würde mal bei den Händlern vorbeischauen. Vielleicht bei Conny. Irrende Leute, die Geschichten hören, so eine Schwester oder die Geschäfte machen, Lucia oder Liane. Naja, vielleicht Schwester Grace. Die redet ja mit sehr vielen Leuten. Oder halt Lucia oder Liane, weil die ja Läden haben. Ma, zumindest
話を聞きに行ってみようよ。後のことはそれから考えればいいしさ。Ja genau, schauen wir doch mal bei denen vorbei. Und wenn das nicht klappt, können wir uns ja noch was anderes überlegen. Also das gefällt mir schon mal sehr gut, dass die Prüfungen nicht alle gleich ablaufen, dass man dann so ein Schema bekommt, sondern dass halt immer wieder was Neues eingebaut wird, wie hier, dass wir selbst nach einem Gemälde suchen müssen. Was ich jetzt ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass ich dieses Thunder God Quest angenommen habe und ich nicht weiß, wenn ich die jetzt einfach wieder ablehne, kann ich die dann später nochmal wieder neu annehmen oder muss ich die jetzt immer mit mir rumtragen und ich habe jetzt nur noch 4 Quests, die ich annehmen kann. Noch wieder so eine S-Quest werde ich jetzt nicht annehmen. Ein tödlicher Pilz. Wir müssen einen Just Run for Your Life besiegen und ich habe keine Lust, immer für mein Leben zu rennen. Also die S-Dinger kann ich echt vergessen. Momentan. Für die nächsten 50 Folgen. Chroma Blue. Was ist Glacial Labyrinth wieder? Achso, Chroma Blue sind Feinde. 10 davon besiegen? Okay. Paper Scraps haben wir. Bekommen wir Church Talisman dafür? Ich will keine Church Talismane haben. Habe ich genug. Das haben wir jetzt auch genug. Naja, so Glacial Labyrinth machen wir dann bei Gelegenheit mal. Aber hier ist die Belohnung natürlich sehr reizvoll. Immortal Essence. Sieht aus wie ein Lehrbuch. Ja, es wäre dämlich, diese Quest anzunehmen. Genau. Ich traue es jetzt aber, traue mich nicht, die abzugeben. Die bleibt jetzt halt in unserem Quest-Inventar. Gut. Achso. Hier. Achso, genau. Können wir direkt mal eben zu Lucia. Mitternacht, da empfängt sie bestimmt gerne Besuch. Ah, sie ist noch wach. Ein großes Gemälde. Nee, habe ich nichts von gehört. Naja, Fragen kostet ja nichts. Tut mir leid, dass wir dich bei der Arbeit gestört haben. Ach, eine Störung von euch beiden stört mich nie. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich was höre. Jemand mit einem großen Gemälde in die Stadt? Ja, ich weiß, wen ihr sucht. Ich gehe manchmal in ein Lokal. Und da haben die Leute viel darüber gesprochen. Es ging um einen männlichen Alchemisten, der mit einem großen Gemälde gesehen wurde. Okay, dann ist es wohl niemand, den wir schon kennen. Achso, unser Vater. Nein. Oh nein. Nein. Oh, hat er wieder in die Kasse gegriffen.
Was hat er dafür ausgegeben? Ein Alchemist? Und was war das so für so ein Typ? So, ne. Namae wa Aruto tte iu rashii wa. Chotto hikkakaru namae datta kara oboeteta no. Lass mich mal drüber nachdenken. Sein Name ist alt. Den Namen hatten wir schon mal gehört in irgendeiner vorigen Folge. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Und irgendwie erinnerte mich das an was. Ja, gut, also ist schon mal schön, dass es nicht unser Vater ist. Aber es kann dann gut sein, dass die Person, die wir da in Braceways getroffen haben, nämlich genau alt ist. ちなみにその子だけど、それ言う通りにアトリエを構えてるらしいわよ。Er hat, glaube ich, ein Atelier in der Soleilstraße. Ist komisch, dass Liane uns das sagen muss, ne? Wir wohnen quasi einmal über den Fluss rüber. Oder über einen Kanal oder über einen Hafenbecken oder was das hier ist. Und müssten uns eigentlich in der Stadt ganz gut auskennen. Und Liane, die hier am Stadttor ihren Laden aufgemacht hat kürzlich, die weiß dann besser darüber Bescheid. Und Soleil Street ist ja wie, ist ja da, wo auch Hagel seinen Laden hat und Conny. Hey, du scheinst ja sehr viel über ihn zu wissen, wo du seinen Namen doch nur einmal in einem Lokal gehört hast. Naja, ich habe da ein paar Nachforschungen auf eigene Faust angestellt. Denn Information ist ja das A und O, sowohl in der Jagd als auch im, ja, im Verkaufen. Ma, kuwashii basho made wa wakaranakatta da kedo. Kininaru nara sagashite mitara dou kashira? Wo sein Atelier da genau ist, weiß ich aber nicht. Das müsst ihr selber suchen. Oh, danke, Liane. Du hast uns wirklich geholfen. Dann gehen wir mal auf die Suche. Ja, das können wir machen. Ich bin sicher, dass ich den Namen schon mal gehört habe, nur in welchem Zusammenhang. Ja, das weiß ich eben auch nicht mehr. Was aber ja auch daran liegt, dass nur... ja, so 50 bis 60 Minuten pro Tag als Folge erscheinen. Ich dementsprechend auch nur so viel aufnehme und dementsprechend das Spiel jetzt ja schon über einen Monat läuft. Und ja, wenn da so viel Zeit immer zwischen liegt, dann weiß ich gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich den Namen alt gehört habe. Aber möglicherweise haben wir uns das irgendwo notiert. Naja, aber unter Monsters wird er nicht stehen und unter Facilities und so auch nicht, ne? Er kommt bestimmt noch unter Facilities hier rein. Was steht denn hier noch bei Atelier Botea? Ja, okay. Okay. Gut, können wir jetzt nicht mehr zu Grace gehen? Nee, können wir nicht. Hätte ich erst zu Grace gehen müssen, um zu hören, was sie zu sagen hat. Tja, ein Event nicht mitgekriegt. Da machen das andere Spieler ja ein bisschen geschickter. Also gerade diese Falcom-Dinger. Das ist dann so, man muss zu drei Leuten gehen und die nach irgendwas fragen. Und die haben aber alle nicht die richtige Information. Und dann kommt man auf die Idee, ah nee, wir können ja noch eine vierte Person befragen und die hat dann die richtige Idee. Damit man dann auch, ja, alle Events mitbekommt. Aber es wird bestimmt nicht schlimm sein, was ich jetzt hier verpasst habe.
Denn Grace hätte es ja nicht gewusst. Das mag ich übrigens sehr bei The Council, dass man da wirklich viele Dinge verpassen kann. Also je nachdem, welche Wege man geht, muss ich ja teilweise entscheiden, mal so rum, mal so rum. Dann verpasst man schon mal einen Teil der Sache. Und dann ist es auch innerhalb des Weges, kann man bestimmte Räume einfach übersehen oder Sachen übersehen und so weiter. Und da entgeht einem dann auch möglicherweise einiges. Und so wird sich das Gesamtspiel dann wahrscheinlich nur bei 2 oder 3 Spieldurchläufen komplett offenbaren. Man dann wirklich alles über das Spiel weiß. So, Soleil Street. Lass mal Müll aufsammeln, hat ja jemand hier achtlos liegen lassen. Okay, hier ist Hagels Laden. Da ist hier Fritz und Drossel Weißberg wohnen da. Guck mal, wo wir gerade hier sind, auch mal kurz reingehen. Oh, schon wach. So, dann müsste gleich Connys Laden kommen. Da ist sie auch. Die Anspielung, dass Conny halt sehr gerne Milch trinkt nach getaner Arbeit. Ja, das war ja schon mal eine Anspielung in Atelier Firis. Dass es da so eine Conny-Puppe gab, der man Milch geben konnte. Und dann hat sie was für einen erledigt. Und im Atelier Sophie war es ja mit Conny so, dass sie einmal einem Auftrag gegeben hat, glaube ich, Milch herzustellen oder zu besorgen oder wie auch immer. Und das war dann ganz grandios für sie, ein ganz grandioses Erlebnis. Oh, Lüdi hört für die Stimmen aus einem Bild. Das ist immer so heiß zu Hause. Hey Lüdi, was ist denn los? Hast du wieder die Stimme aus dem Gemälde gehört? Was mich dabei ein bisschen wundert, das war ja die gleiche Stimme. Kann diese Person in unterschiedlichen Gemälden sein? Oder sind es jetzt 2 unterschiedliche Personen, die in unterschiedlichen Gemälden sind? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das kam von hier drüben. Okay, dann sind wir hier richtig. Wenn du die Stimme hier gehört hast, dann muss auch das mysteriöse Gemälde hier sein. Ja, das ist er. Kalt. Also beziehungsweise alt. ihr beiden seid es. Ich beneide euch um eure Energie. Ah, ich erinnere mich an dich. Du bist also alt. Siehst aber noch so jung aus. Wer hat dir denn den Namen gesagt? Ach, spielt auch keine Rolle. Ja, ich bin alt. Und auch in seiner Art, dass er nicht sagt, Watashi war, sondern Boku war, ist eben auch so eine ganz zurückgenommene Art von ich, also wie er halt, also wie es sonst Kinder zum Beispiel machen.
Oder ist er vielleicht einfach ein sehr sensibles Kerlchen und sagt deshalb Bokuwa? Auf jeden Fall wirkt er sehr jung. Also alt wird dann auch nicht kalt sein. Aber irgendwo war doch mal was. Mit dieser ganzen, bei Atelier 4 ist mit dieser Kaltgeschichte. Kam da nicht auch ein Alt drin vor? Auch wieder der Mann ohne Nachnamen. Also, was führt euch hierher? Also nun ja, wir haben gehört, dass man dich gesehen hat, wie du ein großes Gemälde getragen hast. Du meinst dieses hier. Ja, das war wirklich ein Akt, das hierher zu bekommen. Ja, das war es bestimmt. Und was hältst du davon, wenn wir es jetzt hier wieder rausnehmen? Ja, denn wie wir gehört haben, ist dieses Gemälde verflucht. Allein der Besitz des Gemäldes sorgt dafür, dass man all seine Haare... Ja klar, ihr könnt es haben. Das ging jetzt aber schnell. Du machst doch keine Späße, oder? Warum bist du so überrascht, Sue? Ja, weil niemand solche Sachen einfach so wieder weggeht. Also ich würde es jedenfalls nicht tun. Nie. Ja, natürlich bekommt ihr es nicht umsonst. Ihr könnt es haben, unter einer Bedingung. Ich möchte es euch begleiten, während ihr das Gemälde erkundet. Haha, fünftes Partymitglied. Sehr gut. Es untersuchen? Tut mir leid, ich weiß gar nicht, was du meinst. Übrigens fällt mir gerade auf, Alt ist ja auch Alchemist. Das heißt, wir haben eine Party aus 4 Alchemisten und einem Abenteurer. Hat es, glaube ich, auch so noch nicht gegeben dann. Dieses Verhältnis. Also wenn man jetzt ganz... Nee, auch bei Atelier 4 ist nicht... Also okay, du... Das später gehabt, oder nehmen wir mal Atelier Sophie, da hat man. Nehmen wir Vieres. Da haben wir Sophie gehabt, Plachter, Ill und Vieres. Okay, dann sind es doch 4, die wir auch da schon einsetzen konnten, aber erst nach längerer Zeit dann. Ja, du brauchst mich nicht für dumm zu verkaufen. Ich weiß über mysteriöse Gemälde Bescheid. Und ich weiß auch, dass ihr bereits Reisen dorthin unternommen habt. Und wenn ich euch begleiten darf, macht es mir auch nichts aus, euch das Gemälde zu überlassen. Das ist ein guter Deal. Das würde ich sofort machen. Und mich würde natürlich noch interessieren, was er dort zu finden versucht. Aber wir sehen ja anhand all der Bücher, er ist nicht nur Alchemist. Alchemisten brauchen nicht so viele Bücher, sondern er ist auch noch ein Gelehrter, er ist Forscher. Na gut, das klingt nur fair. Und es schadet ja auch sicherlich nicht, noch jemanden mitzunehmen.
この絵を修復するのは面倒だし、いろんな絵の世界に行ってみたかったんだ。Oh ja, das hatte ich ja ganz vergessen, dass das auch noch auf uns zukommt. Ja, vielen Dank. Und dieses Gemälde zu restaurieren, wäre eh ziemlich nervig, ziemlich anstrengend. Und ich will ja auch so viele Welten wie möglich besuchen. Ja, この絵は僕が王城に届けておこう。それじゃ。Ich werde es dann direkt mal ins Schloss bringen. Wir sehen uns dort. Ja, das ist ja großartig. Er hat es einfach ohne großes Aufhebens rausgerückt. Ja, und er scheint auch kompetent zu sein. Wahrscheinlich hilft er uns sogar viel in dem Gemälde. Dann mal ab zum Schloss, Lüdi. Wir müssen noch die Restaurierung vorbereiten. Da will ich mich doch noch kurz mal umgucken hier. Wo hier gerade niemand zu Hause ist. Wollen wir doch noch mal die Nachttischschubladen durchwühlen. Decke. Schläft er denn hier? Auf dem Sofa? Ja. Okay, interessant. Auf jeden Fall ist er nicht reich. Scheint wirklich mehr so der Wissenschaft zu frönen als dem Mammon. これが僕が見つけた絵。アンフェル大爆府だ。Da seid ihr ja. Das ist das Gemälde, was ich gefunden habe. Die großen Kaskaden von Anfel. Ich weiß nicht, ob mit Kaskaden auch Wasserfälle gemeint sind. Wir werden es dann bald sehen. Oh, ja, Feuerfälle sozusagen. まさか絵を見つけたのがアルト君だったなんて。Oder Lavafälle. 早く言ってくれればよかったのに。Ach, du bist derjenige gewesen, der es gefunden hat, Alt. Na, das hättest du mir doch sagen können. その義務はありませんから。さて、二人とも、早速絵の修復を進めてくれ。Ach so, muss ich das? Naja, dann könnt ihr beiden jetzt ja anfangen mit der Restaurierung. 僕は修復が終わるまでここで待たせてもらおう。よろしく頼んだよ。Ich warte dann ab, bis das fertig ist. Aber lasst euch nicht zu lang Zeit. Ja, deshalb auch die Stimme, dass es so heiß da drin ist. Na gut. Gucken wir uns mal an, was wir für das Rezept erledigen müssen. Was mache ich hier eigentlich? Wir waren ins Atelier. Schießpulver, Sand, Öl und irgendwas mit Hidden Power. Ich denke, wir haben das alles. Ja, können wir herstellen. Da kommt es ja nicht auf Qualität an. Ist das meine selbst hergestellte Polierpaste? Sieht fast so aus, ne? Qualität.
T20, ja, ja. Ja, ich nehme diese Schmierpilze. Ja. Alle nette Trades, der nicht. Der kann weg. Ich frage mich, was High-Minded Waters überhaupt sind. Ach so, restauriert ihr also diese Gemälde. Ich habe das noch nie zuvor gesehen. Ich werde das später alles aufschreiben. Vorerst können wir doch reingehen, oder? Ja, also auch wieder ein Zusammenhang zwischen alt und kalt. Kalt war ja ein Historiker, der Sachen, der ja, Ereignisse aufgeschrieben hat von allen möglichen Leuten. Und alt scheint jetzt ja auch einer zu sein, der Sachen aufschreibt. Ja, das stimmt. Gut, dann möchte ich da so schnell wie möglich hin. Ja, wir gehen so schnell es geht. Warte noch ein bisschen. Firis überlegt immer noch, wo sie ihn herkennt. Was ist denn los? Habe ich irgendwas im Gesicht? Warum starrst du mich so an? Na, ich bin nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich dir schon mal irgendwo begegnet bin. Ja, ich glaube, das bildest du dir ein. Ich kann mich überhaupt nicht an dich erinnern. Wirklich? Irgendwie ist das Ganze verdächtig. Komm schon, Firis. Die ganze Situation wird für Alt unangenehm. Lass ihn einfach in Ruhe. Na gut, ich werde mich irgendwann schon erinnern. Also, gehen wir los? Ja, wir sind bereit. Also, auf geht's in das Gemälde.
豪音を奏で降り注ぐのは赤々と燃える溶けた炎。絶えず流れ落ちる溶岩の滝は空を焼き、地を満たし、炎の海を生み出します。すべてを飲み込むべく、たける炎の中では、いかなる命も芽吹くことはできず、竜の晩夏とともに、ただ滅びを迎えるのみ。終末の運命は今まさに目の前に迫っていました。赤き終焉を望む地、アンフェル大爆風。天命を覆す救世主はイズコに。 Tja, es wurde von einem Drachen gesprochen, von Land, was zerstört wird. Hier lebt nichts mehr. Wie gesagt, nichts lebt hier mehr. Und es ist die Frage, ob man eine Lösung hierfür finden kann, eine Erlösung für dieses Land. Es ist so heiß. Wo sind wir denn hier? In einem Backofen? Können wir nicht irgendwo hin, wo es ein bisschen kühler ist? Ja, willst du lieber wieder eingefroren werden? まさか本当に溶岩に満たされた世界だとは。さすがは絵の世界だね。 Ja, es ist wirklich eine Welt voller Magma, genau wie es auf dem Bild gesehen wurde. おお、ハルトさんはなんだか涼しげですね。私なんてもう今にも倒れそうですけど。 Halt, du wirkst bei der Sache so cool und unberührt. Ich könnte direkt wegschmelzen. Ach so, ich hatte halt etwas derartiges erwartet und mich deshalb vorbereitet. Hey, du hättest deine Idee mit uns teilen können. Warum teilst du sie nicht einfach jetzt? Nein, danke. Wenn ich es dir geben würde, würde mir ja die ganze Zeit heiß sein. Ja, da hast du wohl recht. Also, gehen wir los? Ja, vielleicht keine schlechte Idee. Wenn ich hier noch länger stehe, werde ich auch gekocht. Naja, gekocht werden ist noch wohl eins der geringeren Probleme hier. Komm schon. So, erstmal sehen, springt mich ein Monster an. Nein, das ist schon mal schön. Dann gucken wir uns mal die Formation an. Achso, unter Status kann ich sehen, was Alt überhaupt ausrichten kann. Erstmal, wie viele Hitpoints hat er? 58 wenig, also ist nicht für die Front gedacht. 20, ja. Okay, wenn wir einen Skill einsetzen. Ja, der bleibt einfach mal hinter Firis stehen. Firis setzt dann ja mal Skills ein. Ich muss mir das von Lüdi nochmal eben angucken. Ich mach das mal andersrum. So,
So rum. Und mit 4 ist ein bisschen öfter geheilt und so, die braucht es auch eher. Achso, genau, und die Ausrüstung. Was hast du denn so dabei? Ach, er kämpft mit einem Buch. Und Jahrencode ist ja auch das, was ich Matthias mal gemacht hatte oder gekauft, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Gut, kann man irgendwann nochmal upgraden. Ich denke, ich stopfe mir nochmal ein bisschen die Taschen voll, also ich gehe jetzt nicht weit. Und dann machen wir Schluss. Nur mal kurz gucken, was es hier so gibt. Kämpfen will ich jetzt noch nicht. Okay, da war eben Kupfererz. Huch. Dich haben wir doch eben schon mal gesehen. Also als diese ganze Erklärung lief über diese Kaskadenwelt, in der wir hier gerade sind. Was ist denn das? Sieht gar nicht nach einer Person aus. Vielleicht eine Art Fee oder ein Elementarwesen. Wir sind ja innerhalb eines Gemäldes, also vermutlich hat sich der Künstler das ausgedacht. Versuchen wir doch einfach mal mit ihr zu reden. Hey du da, was machst du da? Was ich hier mache? Weglaufen natürlich. Warte mal, Menschen? Menschen? Also was macht ihr überhaupt hier? Lauft oder ihr werdet gekocht? Gekocht? Wie meinst du das? Ja, wisst ihr das denn nicht? Der Feuerdrache aus den Tiefen wütet und der hat auch dafür gesorgt, dass all die Vulkane ausgebrochen sind. Es gibt nichts, was wir da jetzt tun können. Die ganze Region wird in Magma eingehüllt. Was? Sowas geht? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Wir müssen einfach weglaufen. Das ist meine Heimat, aber wir müssen trotzdem weglaufen. Wohin? Ja, aber was sollen wir denn da jetzt machen? Das klingt ja so nach dem Ende der Welt. Nein, wir können jetzt nicht einfach gehen. Wir haben doch hier drin noch gar nichts gesehen. Und außerdem... Außerdem gibt es hier halt Leute, die ihre Heimat verlieren. Da müssen wir was tun, um ihnen zu helfen. Irgendwie wusste ich, dass du das sagen würdest. Ich bin nicht einfach du. Mein Name ist Fuoko. Wisst ihr nicht, wie man einen Namen verwendet? Das sagt gerade die, die uns Mensch genannt hat. Mein Name ist Su und das hier ist Lydie. Okay, Su und Lydie.
Was wollt ihr denn? Ich bin nämlich gerade mit Weglaufen beschäftigt, wisst ihr? Also Fuko, wenn du nicht möchtest, dass dieser Ort zerstört wird, dann helfen wir dir gern dabei. Wir sind ja schließlich Alchemisten, da kannst du uns das Problem überlassen. Alchemisten? Was bedeutet dieses Wort? Naja, sowas wie Superhelden. Jetzt hör doch mal auf, dir immer solche Sachen auszudenken. Die Superhelden Lüdi und Sue? Ja, unter diesen Umständen sehr gerne. Hilf uns. Aber ich darf euch nicht allein die Arbeit machen lassen. Ich begleite euch. Und falls das Ganze nicht funktioniert, dann schmelzen wir alle in einem riesigen Lavastrom. Oh, das mag ich mir gar nicht ausmalen. Mach dir keine Sorgen, wir werden das nicht zulassen. Jetzt müssen wir erstmal das Gebiet erkunden. Nee, kein Begleiter. Also sie begleitet uns, aber kämpft nicht mit. Sachen erkunden und direkt erstmal alles kaputt treten. Ja, der nette Hinweis, dass wir das Wasser erst kochen müssen, ist hier schon fast erübrigt, weil das Wasser hier automatisch kocht. Na komm, wir machen jetzt einen Kampf. Dann kann ich dieses kleine Gebiet hier wenigstens mal erkunden. Und da stürzt mir das Spiel ab. Ja, das ist schade. Ist jetzt nicht so dramatisch, weil ich die ganzen Sachen ja nochmal schneller machen kann. Also die ganzen Gespräche muss ich ja nicht nochmal erzählen. Folge bleibt so, wie sie ist, und ich werde das dann im Schnelldurchlauf dann nochmal machen. Und dann, wenn ich die Gespräche gemacht habe, dann gehe ich aus dem Gemälde raus und wir treffen uns dann morgen wieder im Atelier und dann gehen wir nochmal ins Gemälde. Und ich hoffe dann mal, dass das Spiel dann nicht abstürzt. Also macht's gut, bis morgen dann. Tschüss.